Ja, servus Leute, Howie Brain hier. Ich habe mir überlegt, ich stelle euch heute mal eine Outdoor-Hose vor, die ich mir vor ungefähr einem Dreivierteljahr gekauft habe und habe die jetzt bis vor 3, 4 Wochen eigentlich bei meinen ganzen Aktivitäten immer getragen und somit auch getestet und bin so zufrieden mit der Hose, dass ich sie euch jetzt einfach mal empfehlen möchte. Und zwar, es ist die Lappland Outdoor-Hose von der Firma Pinewood. Pinewood, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, stellt hauptsächlich so Angler- und Jägerbedarf her. Aber die Outdoor-Hosen oder die Outdoor-Kleidung, die sie haben, die sind eigentlich echt relativ gut und teilweise auch preislich echt erschwinglich im Gegensatz zu anderen gleichwertigen Markenhosen. Meine Hose, die ich habe, die hat ungefähr 90 € gekostet. Also deswegen bin ich bei der gelandet und ich finde sie top. Zum Material der Hose. Die Hose besteht aus einem TC 1200 Material. Das ist eine spezielle Verwebung aus 65% Polyester und 35% Baumwolle. Dieses spezielle Material macht die Hose winddicht und schmutzabweisend. Sie trocknet extrem schnell und ist zusätzlich noch moskitodicht und hat einen UV-Schutz von über 50. Zusätzlich ist auf der Hose noch eine Teflonbeschichtung drauf, was einfach die schmutz- und wasserabweisende Eigenschaft erhöht und bietet der Hose eine Wassersäule von 1200. Das ist eigentlich recht ordentlich. Obwohl die Hose jetzt wind- und schmutzabweisend ist, hat sie trotzdem eine sehr hohe Atmungsaktivität. Also ich hatte sie auch teilweise echt an warmen Tagen im Sommer an und man schwitzt, aber es ist nicht so, dass einem jetzt das Wasser an den Beinen runterläuft oder man das Gefühl hat, man hat so eine Gummihose an, dass das, ja, also es transportiert wahnsinnig gut die Feuchtigkeit ab und das finde ich eigentlich eine sehr gute Eigenschaft. Die Hose hat Verstärkungen am Gesäß und zwar der ganze Gesäßbereich ist extrem verstärkt, genauso wie der komplette Kniebereich. Und was ich sehr gut finde, die Innenseiten der Beinenden sind verstärkt. Da, wo man auch gerade immer mit den Füßen rumschrappt. Also sehr gut gelöst und sehr robust. Für den Tragekomfort sind die Knie vorgeformt und ich habe verstellbare oder ich habe Riemen an den Beinenden, damit ich die Hose verstellen kann oder eng ziehen kann. Die Hose hat insgesamt zwei Taschen hinten am Gesäß mit Reißverschluss, hat zwei Taschen an den Oberschenkeln mit Knöpfen, so Seitentaschen, hat nochmal eine auf dem Oberschenkel mit einem Reißverschluss und die ganz normalen Taschen, die jede Hose irgendwie hat. Die rechte Oberschenkeltasche hat innen drin nochmal ein kleines Seitenfach, wo ich mein Handy oder sonst was reinschieben kann, damit nicht alles wild in der Tasche rumliegt. Gut, so viel erstmal zu der Theorie und jetzt zeige ich euch mal einfach die Hose im Detail. So, die Hose selber hat zwei Knöpfe, einmal einen Druckknopf und einmal einen normalen Knopf zu verschließen. Ist eigentlich relativ gut. Zwei ganz normale Taschen links und rechts. Die beiden Seitentaschen und wie man hier schön sieht, extrem lang und hoch verstärkte Knie. Also auch wenn die Hose ein wenig hochrutschen sollte, bin ich immer noch auf der Verstärkung. Und hier sieht man auch die Nähte der Knieform der vorgeformten. Der gesamte Gesäßbereich hier ist komplett verstärkt mit einem richtig abriebfesten und wasserdichten Gewebe. Also ich kann mich hier wirklich auf einen nassen Gegenstand hocken und ich kriege keinen nassen Arsch. Ja? Also das ist wirklich super gut. So, dann haben wir hier die zwei Taschen, einmal auf der Seite, einmal auf der Seite, jeweils mit Reißverschluss. Und hier unten auch die Verstärkung an den Beininnenseiten, die eigentlich auch relativ groß ausgearbeitet sind. Die Schnallen zum Verstellen der Beinweide, die natürlich auch ringsrum verstärkt sind. Also die Verstärkung, der Verstärkungsrand geht komplett
ums ganze Hosenbein, um den Hosenbund rum. So, auch in der Seitenansicht seht ihr, hier ist die eine Gesäßtasche, hier ist die Tasche vorne. Und ihr seht mal, wie extrem weit die Verstärkung am Gesäßbereich vorgeht und wie weit runter das sie geht. Hier ist die Reißverschlusstasche, die ich erwähnt habe. Die sitzt ein bisschen über der normalen Tasche. Ist auch ein relativ großes Fach. Und genau drunter sitzt eine ganz normale Oberschenkeltasche, seitlich aufgenäht, mit einem Innenfach. Ja? Also die gleiche Tasche gibt es auf der anderen Seite auch nochmal. Die Druckknöpfe gehen eigentlich relativ gut auf, halten aber, sodass sie nicht ungewollt aufgehen. Und in die Tasche passt auch einiges rein. Gut, ich habe die Hose in Olivschwarz, weil es damals nur so gab. Natürlich ist die Hose auch noch in Grauschwarz und ich glaube in so Beige-Schwarz erhältlich, bin mir nicht ganz sicher. Aber wie gesagt, die Farbe tut der Hose eigentlich nichts ab und von der Funktion her ist sie gleich. Im Endeffekt einfach Geschmackssache. Okay, gut, soweit meine Vorstellung dieser Hose. Wie gesagt, ich bin zufrieden, ist eine gute Outdoor-Hose. Für diesen Preis, denke ich mal, gibt es schwer was Vergleichbares. Wenn es euch gefallen hat, schaut aufs nächste Video. Da stelle ich die Lapland Outdoor-Hose Extrem vor und die Lapland Outdoor Extrem Jacke, die passende Jacke dazu. Ansonsten abonniert meinen Kanal und bleibt auf dem Laufenden. Wünsche euch was, haut rein, bis dann. Ciao.